Wird man, würde man wirklich ausgeschlossen sein, wenn man nachher die Impfung nicht haben möchte? Wird man, würde man wirklich ausgeschlossen sein, wenn man nachher die Impfung nicht haben möchte? Jeden Montag großer Autokorso in Berlin. Treffpunkt ist 19 Uhr, Messeparkplatz Nord P1. Die Freiheitsfahrer Berlin laden Sie herzlich ein. Wir fahren für die Demokratie, für die Wiederherstellung unserer Grundrechte, gegen eine indirekt eingeführte Impfpflicht und um den Mittelstand zu schützen. Unterstützen Sie uns, wir sehen uns am Montag 19 Uhr auf dem Messeparkplatz Nord. In den letzten Tagen kommen die Einschläge für Professor Drosten deutlich näher. Der PCR-Test nichts, aber auch gar nichts über Infektionen aussagt. Er kann es nicht. Quarantäne aufgehoben. Portugiesisches Berufungsgericht hält PCR-Tests für nicht aussagekräftig. In Portugal. Dort entschied vor wenigen Tagen ein Berufungsgericht, dass es unrechtmäßig sei, Menschen allein aufgrund eines PCR-Tests in Quarantäne zu schicken. Ein Kommentar von RTL-West-Chef hier. Es wird immer absurd. Auf dem Parkplatz. Doppelt so viel Abstand im Einzelhandel. Betriebe sollen Weihnachten dicht machen, aber gleichzeitig Urlaub Kontakt zu reduzieren. Aber nur bis Heiligabend, dann wird locker bis Silvester. Das alles hat mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun. Die Politik hat sich verrannt und kommt nicht mehr raus. Nur auf die Zahl der positiv Getesteten zu starren, bringt nichts. Kritische Stimmen gibt es immer mehr, aber sie werden nicht gehört. Mit der Arroganz der Macht wird einfach weitergemacht. Aufstellen, Bürgerfahren, Schenken, Blödsinn. Vernunft, Fehlanzeige. Stattdessen weiter Angst. Und die schrille Warnung vor überfüllten Krankenhäusern mit immer mehr Toten. Jeden Tag so viel. In Deutschland sterben jeden Tag etwa 2600 Menschen. Immer auch ohne Corona. Mal mehr, mal weniger. Zuletzt übrigens weniger. Im Oktober dieses Jahres gab es bei uns weniger Tote als vor einem Jahr, trotz Corona, sagt das Statistische Landesamt. Und die Intensivstationen haben viele Betten frei, seit Wochen. Aber ebenso lang wird vor einer Überlastung gewarnt. Den Wahnsinn stoppen können nur die Politiker, wenn sie den wollten. Nicht mit mehr Regeln, sondern ganz einfach mit der Rückkehr zur Vernunft und Aufmerksamkeit. Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus wird Australiens nationale Fluggesellschaft Qantas eine Impfpflicht für ihre Passagiere einführen. Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, würden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Airline entsprechend angepasst, sagte Qantas-Chef Jobs. Ausländische Reisende dürften dann nur noch ein Impfpass bekommen. Jobs geht davon aus, dass diese Regelung auch künftig bei anderen Airlines eingeführt wird. Klingt ein bisschen nach Impfpflicht durch die Hintertür. Das wollen wir besprechen mit Professor Friedemann Weber. Er ist Virologe und Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Nord. Es ist ja jetzt nicht wirklich eine Impfpflicht, denn niemand ist gezwungen, nach Australien zu fliegen. Also die allerwenigsten. Letztlich macht es sicher sehr, sehr viel Sinn. Man sollte allerdings dazu wissen, dass gegenwärtig nicht klar ist, die Impfung, die jetzt so eine hohe Effizienz gezeigt haben und die in der Phase 3 sind, die erste Daten verfügbar sind. Man weiß es nicht. Viele Grüße vom großen Autokorso in Berlin. Wir sehen uns am nächsten Montag auf dem Messeparkplatz Nord P1. Wir fahren für die Demokratie, für die Wiederherstellung unserer Grundrechte und für den Mittelstand und vor allen Dingen gegen eine indirekt eingeführte Impfpflicht. Sind Sie mit dabei? Nächsten Montag, 19 Uhr. Oder Clubs oder andere private Veranstaltungen sozusagen, das für sich dann in Anspruch nehmen könnten, dann könnte man tatsächlich auch durch die Hintertür sprechen.